Was ist für die Finanzmärkte eigentlich in nächster Zeit entscheidend? Nach meiner Auffassung zwei Dinge. Zunächst mal die Infizierungen mit dem Coronavirus in den USA. Das ist das Erste. Und das Zweite, das ist der US-Dollar. Die Sache ist jetzt, die USA sind zum Epizentrum geworden der Corona-Krise, wenn man so will. Schauen Sie sich mal diese Statistik an, da sehen wir 164.000 und einige mehr Infizierte bei über 3.000 Toten. Schwerpunkt absolut New York, da sind alleine 67.384 Fälle. Also praktisch das Finanzzentrum der Welt ist am stärksten betroffen und das kann natürlich nicht ohne Folgen bleiben. Die USA haben jetzt zwei Nachteile und einen Vorteil. Der erste Nachteil ist eben, man wird zum und ist zum Epizentrum dieser Coronavirus-Krise geworden. Der zweite Nachteil, das kombiniert mit einem Gesundheitssystem, das auf diese Geschichte null vorbereitet ist, das also jenseits der europäischen Maßstäbe, wie sie teilweise zumindest in Deutschland herrschen, funktioniert. Es gibt kaum Hausärzte, weil die kein Geld verdienen oder nur sehr wenig Geld verdienen. Es gibt keine Infrastruktur, die das wirklich auffangen könnte, was hier droht. Das ist der große Nachteil. Aber die USA haben einen Vorteil, auf den komme ich gleich noch zu sprechen. Schauen wir uns mal hier diese steile Grafik an. Das sind eben die neuen Infizierungen und auch die Toten. Da ist wirklich ein parabolischer Anstieg. Und solange dieser parabolische Anstieg nicht irgendwie deutlich abflacht, wird es für die Märkte nach meiner Auffassung sehr, sehr schwierig bleiben. Wir haben jetzt die Situation, dass natürlich die USA eine sehr, sehr große Fallhöhe haben. Wir erwarten am Donnerstag schon 3,5 bis 6,5 Millionen weitere Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. In der Vorwoche waren es ja schon 3,28 Millionen. Also das sind natürlich herbe Zahlen. Und wir haben jetzt hier die neuen Schätzungen der US-Banken, was das BIP im zweiten Quartal betreffen wird. Und da ist Goldman Sachs praktisch jetzt am pessimistischsten mit -34%. Kürzlich war man auch immerhin bei nur -24%. Und Goldman Sachs sagt auch, die Arbeitslosenquote, die wird auf 15% steigen. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind ja Zeiten, wie wir sie eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen haben oder genauer seit der Weltwirtschaftskrise nicht mehr gesehen haben. Goldman Sachs ist da am pessimistischsten, aber es sind natürlich alle anderen auch gar nicht so weit entfernt. Unter 10% macht es nur eine oder zwei Einschätzungen, die Sie hier sehen. Also das sind natürlich absolute Katastrophenzahlen. Wir haben das Thema Dollar schon gehabt. Das ist der große, große Vorteil der USA. Sie können die Leitwährung der Welt drucken. Und die Fed hat heute etwas gemacht, was nach meiner Auffassung wichtig ist. Sie hatte ja schon Swap-Linien für die großen Notenbanken zunächst mal ermöglicht, also praktisch Währungstauschgeschäfte ermöglicht, die dann vor allem den anderen Zentralbanken wie der EZB, wie der Bank of England und wie sie alle heißen, ermöglicht haben, eben Dollars zu bekommen. Diese Dollars wurden dann und werden dann von diesen anderen Zentralbanken wie der EZB weitergereicht an die eigenen Banken, die einen großen Dollarbedarf haben. Heute hat die Fed jetzt gesagt, okay, wir lassen die anderen Zentralbanken auch bei Repo-Geschäften mitmischen. Das bedeutet, wer Staatsanleihen, nämlich US-Staatsanleihen hat, der kann diese US-Staatsanleihen als Sicherheit bei der Fed hinterlegen und bekommt dann dafür Dollars. Das kann einigen Notenbanken der Emerging Markets doch durchaus weiterhelfen. Und es ist eben dieser große Vorteil, den die USA haben. Die Welt ist in Dollar verschuldet. Die Leitwährung der Welt ist der Dollar und den kann die Fed einfach drucken, die anderen können es nicht. Dementsprechend kann sich eben die Welt nicht so sehr verschulden, ohne dass man für diese Verschuldung abgestraft wird, bestraft wird mit massiv steigenden Zinsen zum Beispiel oder Renditen, die man dann bieten muss den Gläubigern. Die USA haben es da ein bisschen besser und deswegen sagt sich Donald, ist ja eine super Gelegenheit, heute ein Tweet, ja, da müssen wir jetzt doch mal endlich dieses Infrastrukturprojekt auf die Beine stellen und es muss schon ziemlich groß sein und breitflächig, das wird dann nur 2 Billionen Dollar kosten, 2 Billionen will man ja jetzt erstmal für diese Corona-Krise zur Verfügung stellen im ersten Schritt, dann würden noch mal 2 Billionen draufkommen. Aktuell hat die USA so eine Verschuldung von um und bei knapp über 23 Billionen mit diesem Stimulus Corona-Krisenpaket, nochmal 2 Billionen, jetzt dann die Idee von Trump, nochmal 2 Billionen, dann wären wir so über der 27 Billionen Dollar Marke. Interessant ist, dass offenkundig die US-Politik diese
Bezeichnung von Donald Trump, China Virus, durchaus ernst nimmt. Hu Xijing, Chefredakteur der Global Times, sagt hier, also wir lassen uns von den USA nicht rumschubsen. Offenkundig fordern die USA in diplomatischen Kanälen so eine Art Entschädigung. Ihr habt uns doch das Virus gebracht, jetzt zeigt euch mal erkenntlich. Aber die USA machen weiter mit den Einschränkungen für Huawei. Sie heben die Zölle nicht auf, also da ändert sich gar nichts. Der Ton scheint sich wieder zu verschärfen und das ist natürlich negativ. Wir hatten in der Finanzkrise ja die Situation, dass wirklich alle und vor allem auch die Chinesen mit an einem Strang gezogen haben. Die Chinesen haben ein gigantisches Infrastrukturprojekt aufgelegt, das dann die Rohstoffmärkte wieder nach oben gebracht hat, die Rohstoffnachfrage nach oben gebracht hat, Maschinennachfrage nach oben gebracht hat. Das hat Deutschland geholfen, die Rohstoffnachfrage hat den Emerging Markets geholfen. Jetzt ist das nicht der Fall und das wird die Sache schwieriger machen. Insgesamt sehen wir jetzt, dass der fiskalische Stimulus in der Welt deutlich größer ist in dieser Corona-Krise als noch in der Finanzkrise. Damals waren es auf dem Hochpunkt 1,7% des weltweiten BIPs, jetzt sind es 2,8% und es wird wahrscheinlich nicht das Ende sein. Ich hatte neulich eine Grafik ja gezeigt, dass Small Businesses in den USA zum Beispiel, die haben 27 Tage Cash-Buffer, die können also 27 Tage überleben, jetzt kriegen sie ein bisschen Geld. Aber das wird hinten und vorne nicht reichen. Das heißt, die brauchen dann nochmal Geld und das wird dann das nächste Stimuluspaket nach sich ziehen müssen. Anders wird es nicht gehen. Insgesamt ist die Lage ein bisschen so, dass man sich sagt, naja, erstes Quartal war noch ganz schick, das zweite Quartal wird ziemlich mies, schlecht gelaunt sozusagen. Aber dann im dritten Quartal wird es wieder besser. Das ist eben die Frage, ob genau das passiert oder ob das nicht passieren wird. Ich verschiebe hier mal die Grafik, die sich so ein bisschen da nach drüben geschoben hat. Wir kommen nämlich jetzt mal zum Marktgeschehen. Insgesamt übergeordnet Goldman Sachs hat da mal sich Bärenmarkt-Rallies angeschaut und festgestellt, in der Finanzkrise hatten wir 6 größere Bärenmarkt-Rallies. In der Dotcom-Blase hatten wir auch 6 Bärenmarkt-Rallies. In den 90er Jahren gab es eine größere Bärenmarkt-Rallye mit dem Ölschock und der Rezession und in den 1980er Jahren gab es Rezession und Stagflation, da gab es 2 Bärenmarkt-Rallyes. Gleichwohl ist diese Bärenmarkt-Rallye bisher sehr, sehr kurz, 3 bis 4 Tage kann man sagen. Sie sehen das hier in der Grafik März 2020. Wir hatten zum Beispiel im September 2001, also Dotcom-Blase, hatten wir deutlich längere Rallyes gesehen. Das ist also jetzt bisher eine ziemlich kurze, aber sehr intensive Geschichte. Hier sehen wir die Prozentzahl dieser Rallye hier in nicht blau sozusagen. Da haben wir also deutlich im MSCI World 16% zugelegt. Der Dow Jones ja sogar über 20%. Also es ist eine heftige, intensive Rallye. Und es gibt auch ein gutes Zeichen, nämlich die Insider. Die haben sich sehr, sehr stark eingekauft jetzt in diesem Crash. So stark wie eigentlich zuletzt in der Finanzkrise oder als der Hochpunkt der Finanzkrise war. Ist das der Boden? Das ist die große Frage. Damals in der Finanzkrise war es so, dass die Märkte zwar erst dann 2009 drehten, aber viele Aktien schon November, Dezember 2008 drehten. Das ist jetzt sozusagen der Hoffnungsschimmer. Aber ich denke, der ökonomische Schaden, der wird jetzt noch immens sein. Und dieser Stillstand, je länger er dauert, umso immenser wird es. Und das ist eben die große Frage, kann dieser fiskalische Stimulus, kann der wirklich reichen, das zu kompensieren? Oder werden da praktisch nur Pflaster aufgeklebt in eine immer größere Wunde? Schauen wir uns die Charts mal an, meine Damen und Herren. Was können wir da konstatieren? Was wir hier sehen, ist der Tageschart vom Dow Jones. Die Charts, Sie ahnen es, meine Damen und Herren, die sind von ja, von Capital.com. Wir sind bei 22.040 Punkten. Es ist so ein bisschen Beruhigung drin. Also zumindest ist es nicht mehr so extremst volatil. Es ist volatil, aber nicht mehr so extremst volatil. Dow Jones 22.054 Punkte. Wir sehen den DAX aktuell bei 9.769 Punkten. Wir waren heute schon über der 10.000er Marke, aber das sieht so ein bisschen topisch aus. Wir müssen also, wenn der deutsche Leitindex hier wirklich ein bisschen was gewinnen will, dann muss er wieder über die 10.000er Marke. Und jetzt kommen wir zum Dollar und das ist eben der entscheidende Punkt. Wir sehen den Euro-Dollar wieder unter der 1.10er Marke. Es hat heute angefangen ja sehr positiv, die Asiaten waren positiv, dann auch die europäischen Märkte sehr positiv, aber dann wurde der Dollar stärker. Und wenn der Dollar stark wird, dann heißt das, da müssen sich welche enthebeln, da müssen
Dollarschulden zurückgeführt werden. Das ist das große Problem. Man misstraut einander inzwischen. Das ist im Geschäftsleben in Deutschland so und das ist faktisch auch so zwischen den Banken, weil man nicht weiß, wie steht der andere da. Das sind Symptome, die wir aus der Finanzkrise kennen. Wir sehen, dass auch Gold nicht steigen kann. Auch das kein gutes Zeichen. Wir sind unter die 1600er Marke gefallen. Normalerweise ist es gut, wenn die Aktienmärkte hussieren und auch Gold zumindest nicht fällt. Das ist heute aber allerdings der Fall. Und wir sehen abschließend das amerikanische Crude Oil, das die Erholung auch nicht fortsetzen kann. Trotz des Versuchs von Donald Trump gemeinsam mit Wladimir Putin hier etwas auf die Beine zu stellen. Aber die Saudis spielen jetzt quer, die sagen, wir fördern einfach mehr. Also wir haben eine Situation weniger Nachfrage, deutlich weniger Nachfrage bei gleichzeitig nicht fallendem, sondern sogar steigendem Angebot. Und das ist eine giftige Mischung. Achten Sie auf den Dollar, achten Sie auf die Infizierungen mit dem Coronavirus. Die USA sind hinter uns in der Kurve. Wir waren früher dran. Italien war vor Deutschland. Deutschland ist vor den USA und die Geschichte in den USA, die ist noch nicht absehbar, wann da irgendwo, irgendwie eine Abflachung kommt. Das ist das große Risiko, das die Märkte noch haben. Ich wünsche jetzt gleich wohl einen schönen Feierabend und sage Servus und Ciao.